Irgendwann fängt ja jeder mal an, ja, aber wenn man dann mal für so einen Imagefilm 1800 Euro nimmt, dann denkt man, oha, ja, wenn ich da jetzt 10 im Monat mache, dann habe ich, keine Ahnung, 18.000 Euro. Und jetzt ist eher so, dass sich da halt ein Projekt in dem Preisrahmen abspielt, was die jetzt vorher 10 Projekte gebracht haben. Also dadurch, dass ich halt irgendwie jetzt ein System dahinter habe, sehe ich auch eine Skalierung. Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video und ja, ihr seht's, ich bin nicht allein. Ich habe heute mal wieder einen unserer Filmmaker-Kunden am Start und zwar heute Simon Nagel mit einem sehr interessanten Produkt. Simons Firma heißt Deine Videokarte und genau, stell dich doch gerne mal kurz vor, Simon. Ich bin Geschäftsführer von Deine Videokarte und grundsätzlich ist es schon ein recht neues Produkt, das es jetzt so eigentlich auch noch gar nicht gibt auf dem Markt. Und das Ganze ist eigentlich interessanterweise gar nicht so aus dem B2B-Bereich entstanden, sondern ich war davor Hochzeitsvideograf oder mache das immer noch. Und da war ich immer die Frage, okay, wie kann man den Paaren denn den Hochzeitsfilm einfach nochmal ein bisschen besser ausliefern, wie jetzt nur auf einem plumpen USB-Stick. Und ich habe da ganz lang recherchiert und habe nichts gefunden und habe dann gedacht, okay, ich mache einfach selber was und bin dann auf die Videokarte gestoßen. Ist im Prinzip ein Booklet, ein Hardcover-Booklet, das man selber gestalten kann und eingebaut ist neben Lautsprecher und Bedienelementen auch ein Display, ein Full-HD-Display und auf dem lassen sich eben Filme abspielen. Und das Coole ist einfach, dass man dann nicht irgendwie einen USB-Stick oder so eine Holzbox übergeben muss, sondern man kann den Leuten wirklich was geben, auch als Analog und zum Fotoalbum eigentlich, was man aus dem Regal rausziehen kann und dann direkt eben seinen Hochzeitsfilm anschauen kann. Und ich war dann mal sehr begeistert, als mir ein Brautpaar dann tatsächlich auch mal mitgeteilt hat, dass der Akku echt bis zu 6 Monate hält. Also wir haben das ein halbes Jahr später aus dem Regal gezogen, aufgeklappt und haben das Video nochmal angeschaut oder gerade auf Familienfeiern. Ich habe selber zum Beispiel für meine Familie, das ist eigentlich ganz cool, ich schneide jedes Jahr so ein Video als Rückblick über was man so erlebt hat mit den Kindern und man sieht die dann aufwachsen, das ist einfach mega und zieht es auf unsere Familienvideokarte und die schauen wir echt ab und zu wieder an, also holen die vom Regal runter und schauen die uns an und so ist das Ganze eigentlich so ein bisschen gewachsen. Und irgendwann kam dann mal ein Kumpel auf mich zu und hat gemeint, oh, was ist denn das? Lass uns das doch mal irgendwie bei uns in der Firma vorstellen. Das ist bestimmt ein mega Marketingmittel. Und da kam es mir eigentlich so, dass es ja vielleicht auch, ja, zu was Größerem bestimmt hört sich jetzt blöd an, aber einfach in einem größeren Maße irgendwie für jemanden auch interessant sein könnte. Und ja, da war schon so ein bisschen die Umbruchstimmung in Richtung Imagefilm. Und ja, dann bin ich irgendwie auf euch gestoßen. Und am Anfang muss ich tatsächlich sagen, war ich da noch ein bisschen, naja, kritisch jetzt vielleicht falsch formuliert. Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt auch nicht unfassbar preiswert sein kann und es muss es ja aber auch gar nicht. Ja, also die Philosophie vertrete ich ja auch bei meinem Produkt, bei der Videokarte. Es ist halt einfach ein Invest und wenn der Invest irgendwann wieder drin ist, dann ist alles gut. Also das ist einfach super und da bin ich eigentlich so zu euch gekommen und da ist die Videokarte dann auch so richtig entstanden. Okay, und du hast ja gesagt, das Produkt war vorher schon da und dann sind wir ja gestartet mit der Positionierung, haben das nochmal fein getuned, auch was jetzt die Message angeht, weil du hast es gerade schon angesprochen, die Videokarte war vorher vor allen Dingen für den privaten Bereich, ne? Ihr nutzt die privat, aber auch privat für Kunden, also Hochzeiten und jetzt kam der Switch zu B2B. Genau, erzähl doch nochmal so dieser Prozess vom Feintuning. Was genau haben wir da feingetuned oder wie hat dir das auch nochmal geholfen, da den Fokus im B2B nochmal mehr zu setzen? Also grundsätzlich muss man schon sagen, ist für mich und ich glaube für viele einfach schwierig, sowas irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken. Und was natürlich halt brutal hilft, das war mir eigentlich auch schon klar, dass man sowas braucht, aber ich hatte es halt nicht, ist halt einfach ein System, ja. Und das System, das ja von euch so ein bisschen propagiert wird und was dann jetzt auch, ja, für die ganzen Kunden und auch bei mir implementiert wird, ist einfach, dass man sich halt zuerst über die Grundlagen Gedanken macht, wo will ich denn hin, was ist meine Zielgruppe, dann zur Umsetzung selber und dann später auch noch, was mache ich denn jetzt mit dem Produkt, also wie kriege ich das an den Mann, wie muss denn das Marketing sein und jetzt speziell bei uns zum Beispiel auch die Auslieferung des Produkts, also solche Geschichten und das war auch das, wo wir jetzt auch brutal viel dann dran gearbeitet haben, dass wir einfach das in ein System reinpacken können, was dann auch reproduzierbar ist und das natürlich so weit fein zu tunen, dass es immer wieder funktioniert und zwar besonders gut. Genau. Ja,
Okay, sehr cool. Ja, und da sind wir ja noch weiter dran bei diesem Prozess und wird ja noch weiter, haben wir auch heute noch mal ein bisschen feingetunt, gerade die Kommunikation, auch wenn es jetzt um das Thema Werbevideo geht und so. Und du bist ja noch nicht lange dabei, ich glaube 2-3 Monate, irgendwas so in dem Dreh bist du jetzt bei uns. Was waren denn bisher so deine Top 3 Key Learnings, die du jetzt auch mitnehmen konntest für jetzt auch die Ausarbeitung von dem Ganzen? Ja, genau. Also vielleicht auch zu dem ersten größeren Auftrag, den ich dann gemacht habe. Also das klingt immer so witzig oder es klingt immer so trivial. Ja, man muss einfach dran glauben, ja, oder Neudeutsch Mindset. Aber am Ende des Tages ist es genau das, ja. Also man hat einfach so einen Schalter, den im Kopf dann mal umlegt oder man dann einfach merkt, okay, die Arbeit, die man selber macht, die ist auch irgendwas wert und das ist auch wieder das zu dem, was ich vorher schon gesagt habe, dass das halt so ein Return on Investment am Ende ist. Ja, also man steckt was rein und man kriegt aber halt viel mehr zurück. Und die Mindset-Geschichte war so wirklich das Größte, was ich jetzt als Learning quasi aus dem ganzen Coaching irgendwie mitnehmen konnte. Klar, es sind natürlich immer ganz viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen dabei. Das ist eigentlich auch der zweite Punkt. Also man braucht ein System, wie das konkret umgesetzt werden kann und wie man es dann auch feintunet, also ganz klar, das auf jeden Fall. Und was ja jetzt speziell bei der Videokarte eigentlich immer so mitschwingt oder dahinter ist, aber auch für die ganzen Filmmaker, wir können zwar alle gut Filme, also ich nehme es mal, wir können es alle gut oder auch sehr gut, aber was uns halt fehlt, ist so ein bisschen das Marketingkonzept. Und das Marketing ist wirklich halt das, auf was es am Ende ankommt, weil ein Produkt kann irgendwie noch so gut sein, aber wenn es nicht nach außen kommt, dann bringt es niemand was. Und genau dafür ist zum Beispiel auch die Videokarte voll gut. Ja? Also ich kann es eben ganz zielgerichtet zu Kunden bringen. Also ich muss nicht unbedingt Social Media machen. Nichtsdestotrotz wird es aber auch alles bei euch im Coaching ja voll gut erklärt. Also man hat wirklich einfach die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und das würde ich sagen, sind so die 3 Hauptpunkte, die jetzt für mich da die größte Rolle gespielt haben, wobei man sagen muss, das Größte war tatsächlich einfach das Mindset. Also genau, das muss man schon so sagen. Ja, okay, vor allen Dingen hast du auch gerade nochmal angesprochen im Bereich Preise. Und bei dir teilt sich das ja auch nochmal ein bisschen auf. Also ich war ja von Anfang an ein riesen Fan von dem Konzept, weil ich gesagt habe, boah, das ist so innovativ, das muss man eigentlich jetzt nach vorne pushen. Und Preise hast du ja einmal auf dem Punkt der Produktion. Da gibt es auch irgendwo, ja, ich sag mal, da gibt es irgendwo auch nicht so den Riesenspielraum, weil die Karte muss produziert werden, aber vor allen Dingen ja wahrscheinlich auch in dem Bereich der Inhaltsproduktion. Und das ist wahrscheinlich auch das, wo du auch viel drauf abzielst. Ne? Weil ich sag mal, mit dem Thema Preise, wie war das denn vorher? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Film gemacht hast, der auf dieser Videokarte oder der da reinkommt, wo lagst du denn da vorher, so in welchem Bereich oder für was für Unternehmen hast du gearbeitet? Weil das Thema Preise hängt ja auch immer sehr stark mit der Zielgruppe zusammen, ne? Für die man arbeitet. Ja, genau. Also Thema Preisgestaltung ist schon mal ein bisschen anders, wie wenn man jetzt halt nur Video anbietet, klar, weil irgendwie so ein bisschen das Speerspitzenprodukt ja die Videokarte selber ist. Und da kommt man quasi zu dem Kunden durch. Und tatsächlich ist es, man hat am Ende des Tages mehr Marge für den Film, wie jetzt für die Videokarte, ist aber nicht schlimm, weil da immer noch genug da ist an Marge. Und es ist zum einen so halt so ein bisschen eine Eingangstür zu dem Kunden. Und zum anderen aber auch, was aber den ganzen Prozess abrundet, ja. Also ich habe ja vorher schon gesagt, wenn man da bei Grundlagen, Fundament setzen und so weiter ist, dann die Produktion selber und am Ende aber Marketing. Und das rundet quasi den ganzen Prozess bei mir ab. Und die Geschichte vielleicht, was ich vorher so Filme gemacht habe oder auch die Zielgruppe, tatsächlich hat die sich jetzt gar nicht so krass verändert, würde ich sagen, aber nicht dadurch, dass ich mich jetzt nicht positioniert hätte, was ja auch ein wesentlicher Punkt ist, dass man einfach die Positionierung auf eine bestimmte Zielgruppe oder bestimmte Machart von Filmen tatsächlich festlegt, sondern man hat durch das quasi mehr Aufmerksamkeit in allen Bereichen gewonnen und ich kriege nach wie vor aus sehr vielen Bereichen quasi die Anfrage für solche Produkte oder Projekte. Aber wie du schon sagst, jetzt rein preistechnisch natürlich ja, komplett Tag und Nacht, ja. Also das kann man nicht vergleichen, davor und danach. Also wenn man davor, ich sag mal, irgendwann fängt ja jeder mal an, ja, aber wenn man dann mal für so einen Imagefilm 1.800 Euro nimmt, dann denkt man, oha, ja, wenn ich da jetzt 10 im Monat mache, dann habe ich, keine Ahnung, 18.000 Euro. Und jetzt ist eher so, dass sich da halt ein Projekt in dem Preisrahmen abspielt, was die jetzt vorher 10 Projekte gebracht haben. Und das ist natürlich schon ein krasser Wachstum, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Und da geht es halt auch dann vorwärts. Also man hat ja auch dann irgendwie, soll ich sagen, eine Perspektive oder
eine Art Skalierungsmöglichkeit. Also dadurch, dass ich halt irgendwie jetzt ein System dahinter habe, sehe ich auch eine Skalierung. Vorher habe ich halt die Skalierung immer durch mehr Arbeitszeit gesehen, also mehr Projekte, und jetzt sehe ich aber die Skalierung durch andere Projekte. Das ist so ein bisschen der Wechsel, der da stattgefunden hat, genau. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass du ja auch deinem Kunden einen immer besseren Mehrwert liefert, dadurch, dass du ja positioniert bist, weil wenn du der bist, der die Karte liefert plus den Film, bekommst du ja auch durch die Arbeit mit dem Kunden Erfahrungswerte, was funktioniert am besten. Also das heißt, jemand von außen könnte das Video für diese Karte gar nicht so gut machen wie du, weil der nicht die Erfahrungswerte hat, das Video genau in diesem Kontext für deinen Kunden einzusetzen. Das ist ja auch logisch, dass du dann auch der beste Partner bist in dem Bereich und dadurch natürlich auch mehr Nachfrage und dadurch auch natürlich auch andere Preise ansetzen kannst, was dann auch völlig gerechtfertigt ist. Genau, und du hast gerade auch schon angesprochen, vorher kleinere Projekte, jetzt ein größeres, und auch du hast dir einen unserer Awards verdient, den Five Figures Awards. Wir vergeben ja immer quasi Awards für erreichte Meilensteine. Ne, wir sagen immer, Geld ist nicht alles, aber daran kann man natürlich auch ein Wachstum messen. Und in dem Fall war das, glaube ich, ein 13.000 Euro Projekt. Das 13,5 das erste Mal so in der Größenordnung. Und das ist natürlich auch eine coole Motivation zu sagen, okay, jetzt weiß ich, da kann man auch wirklich ein gutes Business drauf aufbauen. Genau. Okay, wenn jetzt jemand zusieht, vielleicht ein Unternehmer oder irgendjemand, der sagt, hey, auch ich finde dieses Konzept super spannend, auch sehr innovativ, was ich auf jeden Fall auch bestätigen kann. Wie kann man dich oder dein Produkt jetzt finden? Ja, am allereinfachsten findet er mich unter www.deinevideokarte.de, alles zusammengeschrieben. Klar, sonst sind wir auch auf allen gängigen Plattformen unterwegs, LinkedIn, Instagram, Facebook. Und da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, und wenn du als Filmmacher zusiehst und sagst, okay, auch ich habe irgendwie das Gefühl von meinen Preisen her, dieses Thema Mindset, was wir gerade besprochen haben, ist sowas, wo man dran arbeiten kann. Auch ich will mich vielleicht irgendwo in einen ganz speziellen Bereich positionieren, will vielleicht ein stärkeres Alleinstellungsmerkmal bei mir selber finden, ausarbeiten und auch vermarkten, dann geh auf www.filmmaker-marketing.com. Da kannst du dich einfach eintragen, mal mit uns sprechen oder uns gerne auch bei Instagram anschreiben, wenn du Fragen hast. Ansonsten gerne auch immer mal schauen auf unserer Website, ob noch welche von unseren Reports da sind. Die haben wir regelmäßig, lassen die produzieren, schicken die auch per Post nach Hause. Also Magazine, wo du dich auch zu diesen ganzen Themen noch ein bisschen weiter und tiefer einlesen kannst. Und genau, dann freue ich mich, dich kennenzulernen und dir auch bei deiner Positionierung als Filmmaker zu helfen. Ansonsten vielen Dank für den Besuch, für den digitalen Besuch. Digital diesmal, Simon, genau. Gerne. Und auf eine weitere coole Zusammenarbeit. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.